Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen hier an diesem wunderbaren Osterfeiertag. Ich hoffe, eure Ostereiersuche gestern und noch heute war schon erfolgreich. Ihr hattet eine schöne Zeit, ihr habt gut gefrühstückt, gebruncht, was auch immer. Aber wir müssen uns jetzt auch mal wieder bewegen und dann nutzen wir diesen Ostermontag früh am Morgen natürlich dazu, um euch einfach mal eine bunte Mischung zu präsentieren. Wir haben alles für euch dabei. Cardio, Kraft, Mobility, Entspannung, ein Warm-up. Sogar, ihr kriegt sogar Fakten zum Thema Ostern noch von uns präsentiert. Also Bildungsauftrag komplett erfüllt. Wir fangen jetzt erstmal hier mit mir an, mit einem lockeren Warm-up. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Und dann sage ich mal, DJ, spin die Musik rein. Und dann fangen wir erstmal locker an, ein bisschen warm werden. Vielleicht das Frühstück, falls ihr das schon genommen habt, ein bisschen reinkriegen. Vielleicht kommt es bei den manchen auch wieder raus. Ich werde es gleich bei mir auch sehen. Locker hüftbreit stehen. Und dann die Schultern rückwärts kreisen. Ganz locker. All over the world. Zack. Jawoll. Noch ein paar mehr. So. Yes, sir, yes, sir. Ganz locker. Und man kreist einmal vorwärts. Die 90er sind heute wieder mit uns. Jawohl. Schön kreisen. Und dann werden wir mal ein bisschen größer. Arme mitnehmen. Von hinten nach vorne. Schön groß. Große Bewegungen. Und rückwärts kreisen. Groß. Schön langsam. Flüssige Bewegung, nicht zu überdrehen, fühlt euch rein in die Bewegung. What is love? Eine mehr. Schön, schön. Und eine letzte. Und dann einmal auslockern. Eine Etage tiefer, Hände in die Hüften. Und einmal Kreisbewegungen in eine Richtung. Schön groß. Erstmal nur eine Richtung. Wir wechseln gleich. Wepa. Der Hüftschwung ist ja nicht verloren gegangen. Und Seite wechseln, andersrum. Jawoll. Mittig einpendeln. Eine tiefer zu den Knien. Einmal Knie nach innen drücken und dann langsam von innen nach außen drehen. Nach außen. Zack. Jawoll. Schön kreisen. Und ein letztes Mal. Hochkommen. Und locker anfangen zu marschieren. Und in den Side to Side. Fangen wir langsam an zu bewegen. Das Essen von Ostern gut sitzt. Uiuiui. Und nochmal rückwärts kreisen, die Schulter. Yes, sir. Beide gleichzeitig. Hoppa. Yeah.
im Wechsel, ein am Vor. All night. Der Osterdirk war hier. Und einmal zur Decke. Schön hoch. Und die Arme seitlich mitschwingen. All over the world. Jawollo. Einmal den Oberkörper seitlich mit eindrehen. Arme schwingen nur noch zur Seite mit. Schön eindrehen. Wow. Rotieren. Yes, sir. Take me away. Zur Mitte. Bizeps Curls. Yes. Und von unten. Chin up. Zieh hoch. Langsam ein bisschen warm. Wir haben noch ein bisschen zusammen. Arme lockern und in ein Step-Touch gehen. Fußspitze rantippen. Step-Touch. So. Bisschen koordinativ. Wir gehen gleich zwei Schritte nach rechts und kommen wieder zurück in den Double Step Touch. Ja. Double. Zack. Zack. Dun, dun, da, da. Halleluja! Jawohl. Achtung, unsere Arme. Vor. Satt, vor, satt, vor. Immer wenn wir in der Mitte sind, gehen die vor und außen nach hinten. Hä? Singing Halleluja. Ja. Und jetzt kreuzen wir die Beine hinten dazu. Kreuz und rechts, vorne, kreuz. Ja. Yeah. Das Ganze einmal zur Decke. Dun, dun, da, dun, dun. Jawollo. Am Ende ein Likör dazu. Und Likör. Ja. Yeah. Oh. Sehr schön. Eine mehr. Bleib hier, nur Likör. Zieh ran. Likör, Likör. Achtung, die Beine. Single, single, double. Single, single, double. Oh je. Yeah. Einer, einer, doppel. Single, single, double. Yes. Single, single, double. Letzter. Und Single Likör, nochmal weiter. Wir nehmen die Arme diagonal mit dazu. Diagonal, strecken. So, wir kombinieren jetzt Single, Single, Double mit der Armbewegung. Single, Single, Double. Die Arme bleiben. Oh je. Double. Single, Single, Double. Single, Single, Double.
Ah, da raucht der Kopf. Single, Single, Double. Einer noch. Double. Und der letzte. Single, Likör, Arme lösen. Weiter ziehen. Sehr schön. Kopf ein bisschen wach. Ja, auch ein bisschen aktiviert. Noch einmal die Knie anheben vorne. Schön hochziehen. Bam, bam. Eine Runde mehr. Und locker marschieren. So, hoffe, ihr seid alle warm, gut aufgewärmt. Ich schicke euch jetzt in die nächste Runde bei der Olli. Viel Spaß dabei, wir sehen uns noch. So, also, die Ostereier suchen an Ostern ist ja eine ganz tolle Sache. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wo der Brauch überhaupt herkommt, dass man die färbt? Ich habe nämlich eine Antwort darauf. Das ist nämlich nicht nur der Grund, dass man die besser findet, wenn man die suchen geht, sondern im Mittelalter wurde ja auch von Aschermittwoch bis Karfreitag gefastet. Und die Eier durften dann auch nicht gegessen werden. Und damit die Leute im Mittelalter die... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Damit die erkennen konnten und von den anderen unterscheiden, wurden die Eier gekocht und dann rot gefärbt. So, das wusste ich auch nicht. Vielen Dank, Lovis, für diese Info. Wir sind gespannt auf die nächste Runde an Osterzusatz-Infomaterial, mit dem ihr zu Hause im Zoom-Call dann punkten könnt. Zum Osterbrunch über Zoom. Okay, ein bisschen Mobility heute. Der Nick hat ja schon ein bisschen was mit euch gemacht. Wir stellen uns trotzdem jetzt erstmal feste hin, nehmen mal beide Hände nach vorne und nehmen jetzt den rechten Arm ganz senkrecht nach oben und rotieren nach hinten, unten und kommen von hinten wieder nach vorne vor. Und rück. Könnt auch gerne hinterher schauen, nach vorne. Der andere Arm bleibt schön nach vorne gestreckt. Bisschen zügiger. Letzte. Anderer Arm. Langsam. Versuchen, ganz großen Kreis zu machen. Der Arm ist ganz lang gestreckt. Bisschen zügiger. Bauchspannung fest. Achtung, einmal unten rum. Nach unten und ganz nach vorne. Anderer Arm. Unten, ganz nach vorne. Hinterher schauen. Bauch fest, letzte, die Arme zur Seite, Handflächen nach oben und wir drehen jetzt die Handflächen einmal komplett rum, bis sie wieder zur Decke schauen und dabei machen wir unseren Oberkörper rund und drehen wieder auf, Schulterblätter zusammen und auf und auf und auf. Und letzte. Und lösen. Schwingen die Arme. Die Beine ein bisschen zusammenstellen. Bisschen tiefer gehen. Hände auf die Knie. Und mal vor und zurück die Beine beugen und strecken. Und wenn ihr nach vorne geht, die Beine ein bisschen öffnen. Andersrum. Und wieder beugen, strecken. Und die Füße auseinander, Fersen nach innen, runtergehen und eindrehen, über die Schulter zur Decke schauen, Wechsel, Wechsel und Wechsel. Zur Mitte, eine Etage tiefer, abstützen, Knie auseinander drücken. Füße nach vorne drehen, Oberkörper hängen lassen, aufrollen, wieder hinstellen. Auf das linke Bein und jetzt
das Knie anheben und immer von außen nach innen rotieren. Arme könnt ihr mit dazu nehmen, wenn ihr Sicherheit braucht. Und schön groß. Und von innen nach außen. Die Hüfte schön öffnen. Achtung, auf und nach hinten ein bisschen schieben. Gucken, dass ich die Osterdeko hier nicht mitnehme. Von hinten. Und letztes. Anderes Bein. Knie hoch. Und von innen nach außen. Sehr gut. Und von außen nach innen. Auf und hinten schieben. Letzte. Und locker. Okay. Füße ungefähr hüftbreit. Und wir gehen jetzt erstmal mit den Fingerspitzen Richtung Fußspitzen. Und dann beugen wir die Beine, nehmen die Kiste runter. Die Arme sind innen. Schieben das Brustbein raus. Nehmen den rechten Arm nach oben. Nehmen den linken Arm nach oben und halten ein bisschen. 5, 4, 3, 2, aus den Beinen hochdrücken und wieder runter. Rechts, links, direkt hoch. Und wieder runter. Rechts, links und auf. Letzte Mal. Gestreckte Beine, beugen, Brustbein rausschieben. Und hoch. Und hängen lassen. Nehmen die Füße ein bisschen enger zusammen und versuchen jetzt nochmal in die Hocke zu gehen, sodass die Fersen auf dem Boden bleiben. Wenn ihr merkt, das geht nicht, wenn die Füße zusammen sind, nehmt sie weiter auseinander. Das geht auch. Jetzt belastet ihr die Fußgelenke so ein bisschen. Links, rechts, vor und zurück. Und lösen. Okay, ich drehe mich mal seitlich. Ihr geht auf die Knie. Vierfüßlerstand, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften und den Rücken ganz rund machen, Kinn auf die Brust und entgegengesetzt. Zügig. Ganze Wirbelsäule wird rund. Und ein letztes Mal nach oben, richtig fest raus. Und lösen. Dann setzt ihr euch fast auf die Fersen drauf. Das Gewicht ist mehr hinten. Die Hände stützt ihr nach vorne. Und jetzt geht ihr mit der rechten Hand nach links außen. Taucht mit der anderen Hand durch. Und versucht euch so weit es geht zu öffnen. Und wieder schließen. Und öffnen. Letzte Mal. Und lösen. Hände wieder zurück. Linke Hand. Rechts außen. Durchtauchen. Und öffnen. Jawohl. Schön weit. Und letzte. Und zurück. Sehr gut. Dann gehen wir mit den Händen weiter nach vorne, Füße nach hinten. Und wir schieben den Oberkörper weit nach hinten, Beine gestreckt. Brustwirbelsäule Richtung Boden schieben. Und vor. Und rück. Und vor. Und rück. Und vor. Letzte Mal. Halten, 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 halten. Achtung, wir kommen nach vorne, setzen das linke Bein nach außen und drehen uns wieder auf. Zurück. Auf. Zurück. Auf. Zurück. Und auf. Hand wieder zurück, Fuß zurück, anderes Bein nach vorne. Öffnen. Sehr schön. Mal Fuß zurück,
gestreckte Beine und langsam zurückkrabbeln. Aufrollen und lockern. Dann stellen wir uns nochmal auf das linke Bein, wie am Anfang. Achtung, es wird wackelig, ja? Erstmal ein bisschen senken, dann den rechten Fuß auf den Oberschenkel setzen. Hier hin. Jetzt könnt ihr die Arme nach vorne nehmen oder zur Seite und ihr beugt das Bein. Machen eine, hoppala, eine kleine Verbeugung. Achtung. Versucht das Brustbein immer rauszuspannen, Schulterblätter zusammen. Zwei Stück noch. Ein letztes. Und lösen. Anderes Bein. Aufsetzen. Spannung im Oberkörper. Sehr gut. Zwei Stück noch. Und letzte. Und wieder auf. Kurz lockern. Setzen uns nochmal eben hin. Und die Knie links und rechts fallen lassen. So, damit die Hüfte, Hüftgelenke richtig schön mobilisiert sind. Und einmal aufgestellt lassen, Fußflächen zusammen, packen, Oberkörper gerade machen und wippen. Und wieder aufstellen, ein Fuß gerade, ein Fuß zur Seite, 90 Grad. Oberkörper aufrichten und das Bein jetzt nach innen fallen lassen und öffnen. Relativ zügig. Und aufgestellt lassen. Mit dem Ellenbogen vielleicht ein bisschen dagegen drücken noch. Und lösen. Andere Seite. Aufstellen, 90 Grad. Und fallen lassen, öffnen. So, dann solltet ihr jetzt eigentlich richtig warm sein. Einmal stehen, gegendrücken, Brust dagegen. Und langsam die Füße aufstellen. Nochmal in die Hocke wie am Anfang. Oberkörper hängen lassen. Nochmal um die Beine pendeln. Und aufrollen. Auf der Stelle kurz. Hüfte bewegen. Und dann hoffe ich, dass ihr gut warm seid, die Gelenke schön geschmeidig sind. Dann kommt jetzt der nächste Faktencheck und dann geht's weiter mit dem Dirk. Ich wünsche euch schöne Ostern schon mal. So, neue Runde, neues Glück. Ich werde euch jetzt erzählen, woher der Osterhase überhaupt kommt. Ja, keine Ahnung, man denkt wahrscheinlich, das ist ein richtig bedeutsamer Fakt, aber das ist eigentlich im 17. Jahrhundert hat sich irgendwer gedacht, ja, wir müssen den Kindern erzählen, wie die Ostereier ins Osternest kommen. Und da hat er gesagt, ja, das macht der Hase, der legt die da rein. Und normalerweise legen ja die Hühner die Eier, aber die sind ja langsamer als der Hase und können sich da nicht so schnell verstecken. Und deshalb macht das der Hase. Danke, Lovis. Und da ist der Hase schon. Hallöchen. Einen schönen Ostermontag von mir an euch. Und ich bin dabei und ich bin jetzt für den Bereich der Kräftigung, der Hasenkräftigung dabei. Und dann legen wir los mit den Beinen. Wir gehen runter, tief und auf. Po anspannen, tief und auf. Here we go, tief und auf. Tief und auf. Noch einmal, tief und auf. Letzte Mal tief und auf. Jetzt kreuzen wir das Bein immer rechts und links. Tief, auf, tief. Here we go. Tief, auf, tief. Yep. Tief. Richtig schön weit kreuzen, ne? Aber den vorderen Fuß gerade lassen. Jawohl. Und here we go. Und noch einmal. Tief. Achtung, gerade runter. Tief. Hochkreuzen. Tief.
hoch. Und nochmal wieder. Tief, hoch, kreuzen. Noch einmal. Tief, hoch, kreuzen. Tief, hopp, kreuzen. Yep. Und noch einmal. Tief, hopp, kreuzen. Und noch einmal. Tief, hoch, kreuzen. Achtung, neue Übung. Tief, einbeinig, stehen. Brustbein zeigt ein bisschen nach oben. Balance halten. Und wieder tief, hoch. Tief, hoch. Ja, da muss der Osterhase mal auf einem Bein stehen. Noch einmal. Tief, hoch. Tief, Brustbein vor. Tief, hoch. Und wieder beidbeinig. Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Hochgehen, kreuzen. Tief. Einmal runter. Kreuzen, andere Seite. Tief. Einmal runter. Und zweimal einbeinig. Hopp. Hopp. Noch einmal. Normale Kniebeuge. Eins. Hochkreuzen. Ja. Kniebeuge. Kreuzen. Kniebeuge. Einbeinig. Hopp. Andere Bein. Hopp. Da machen wir noch zwei Stück von. Kniebeuge. Kreuzen. Kniebeuge. Kreuzen. Kniebeuge. Ein Bein. Schwupp. Kniebeuge. Andere Bein. Schwupp. Letzte Runde. Kniebeuge. Kreuzen. Kniebeuge. Kreuzen. Und letzte Mal. Kniebeuge. Ein Bein. Stehen. Kniebeuge. Stehen. Tief gehen. Und nochmal ein ganz kleines bisschen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und langsam aufrollen. Kurz bewegen. Yep. Dann setzen wir uns hin. Auf den Po. Hände drehen nach hinten, Schulter gehen nach hinten, heben, Rücken gerade und langsam ein vor. Hopp. Langsam anfangen. Hopp. Hopp. Achtung, bisschen schneller und im Takt. Seid ihr bereit? Und hopp. Hopp. Ab und zu treffe ich auch mal einen Takt. Come on. Lovis, bist du bereit? Allzeit bereit. Hopp. Tap. Jupp. Hopp. Jawohl. Hopp. 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 Wer kann? Kick. 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 Und nochmal. Hopp. 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 Tap. Hopp. Noch ein bisschen. Here we go. Kick. Kick, hopp, kick, hopp, hopp. Da 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 da. Wir bleiben hier marschieren. Da 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 da. Marschieren. Achtung, Ferse vor. Da 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 da. Come on. Yep. Here we go. Vier, drei, zwei, absetzen. Und die Arme mal ein bisschen lockern. Hände unten durch. Ganz kurz bei den Rücken
ein bisschen Last nach hinten legen und lösen. Und da ja Ostermontag ist, hoffe ich, dass ihr alle ein Ei mit habt. Ich habe eins mit, wer keins hat, tut so, als hätte er eins. Also, unten durch Rücken krumm, oben drüber Rücken gerade. Tief, hoch. Eieiei. Tief, hoch. Tief, schöne Übung für den Rücken. Hoch, Richtung ändern. Tief, da ist ja auch schwer, hoch. Tief. Habt ihr schon mal Calimero gesehen? Hoch. Tief. Wollt ihr mal Calimero sehen? Calimero, bitte lauf mal durchs Bild. Hoch. Tief. Hoch. Da ist er. Tief. Hoch. Und letzte Mal. Tief. Hoch. Arme zur Seite. Ei. Zwischen die Knie. Leicht rücken. Heben. Tief. Ei aber bitte nicht zerdrücken. Tief. Jupp. Hopp. Jupp. Hopp. Tief. Hopp. Hopp. Jupp. Here we go. Hopp. Yep. Up and down. Komm. Hoch. Lang. Denkt an euren aufrechten Rücken. Tief und hoch. Komm. Yep. Noch 8 Stück. Yep. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Letzte. Here we go. Und Arme lockern. Nochmal dazwischen. Nach hinten lehnen. Und lösen. Gut. Ei weg. War weich gekocht. Eine Liegestützposition einnehmen. Aber als erstes auf die Knie. Hände ein bisschen weiter nach vorne, sodass wir leicht schräg sind. Und jetzt gehen wir mit dem Kinn zwischen die Hände. Tief. Nach hinten wieder weg. Noch einmal. Vor. Hep. Noch 2 Stück. Vor. Hep. Letzte Mal. Vor. Hopp. Hände unter die Schultern, so wie gewohnt. Achtung, eine enge Kniebeuge, eine enge Liegestütz. Ellbogen sind eng am Körper. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Noch einmal. Tief. Hoch. Hände wie ein kleines Dreieck vor euch zusammen. Und noch einmal. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Letzte Mal. Hoch, langer Liegestütz. Erstmal die hohe Planke aus den Fußgelenken. Vor. Vor. Schön weit nach vorne schieben. Hopp. Und 2 Liegestütz. Langsam, negativ lang. Und wieder hoch. Noch einmal langsam. Der Kevin und ich haben schon heute 100 hinter uns. Vielleicht der Kevin auch noch 50. Und noch einmal. Aus den Fußgelenken. 1. 2. 3. Und noch einmal. 4. Halten. Und wieder. Langsam. 2 Stück. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Hoch. Noch einmal. Achtung. Langsam. Ist er, Mr. Wayne, ne? Und weit nach hinten drücken. Und weit nach vorne. Weit nach hinten. Uhu. Vor. Weit. Yep. Ein Schritt vor. Anderen Schritt vor. Langsam. Hopp. Beine hoch. Hopp.
Hier sind wir. Und auf, ab, auf, und auf, hopp, ab, hopp, hopp, yep, hopp, und ab, hopp, und ab. Letzten Runden. Are you ready? Kleine Dips. Ein, hopp, komm. Klein, klein, hopp, 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 noch ein bisschen. Das war noch Zeiten auf den 90ern. Da kommt man richtig tanzen. Das werde ich mir heute verkneifen, weil da der Chat immer abbricht. Der Stream. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und mit einem Ruck. Hopp. Marschieren. Locker. Okay. Ostern. Das Osterfeuer, wieso, weshalb und warum? Das ist auch wieder ein Brauch aus dem Mittelalter oder um die Zeit herum da. Und die haben da früher einfach ein Feuer gemacht, um die Sonne von der kalten Zeit auf die Erde zu holen, damit die Erde sich wieder erwärmt und um die Erntezeit einzuleiten, damit sie eine gute Ernte haben und ja, die nicht erfrieren und es denen wärmer wird. Danke, Lovis. Aber warte mal, komm noch mal zurück, oder? Wir haben ja heute noch gar nicht den Tag des Tages gehört. Heute ist auch noch Lies eine Straßenkarte-Tag. Der Tag soll zur Orientierung dienen oder halt daran erinnern, dass man auch mal eine Straßenkarte lesen kann, anstatt ein Navi zu benutzen. Und ja, dass die Teile auch ganz schön hilfreich sind, wenn man die auseinander und zusammengefaltet bekommt. Ja, zur Not halt Google Maps, ne? Danke, Lovis. So, Mucke an. Herzlich willkommen auch von mir. Ich muss euch ein bisschen vorwarnen. Ich hatte nämlich ein ausgiebiges Frühstück. Ich hoffe nicht, dass wir die Eier gleich wiedersehen. Wir machen ein bisschen Herz-Kreislauf, ein bisschen Gas, ne? Okay, marschier das mal. Berthold, geht's bei dir auch noch? In 4, 3, okay, komm langsam ins Jogging. Conan, Mr. Vader, Conan. Hopp, hopp. Schön hoppeln, wie der Osterhase, ne? Okay, ein bisschen hoch. Zack, 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 zack. Hopp, hopp. Nochmal eben gucken. 12 Minuten Power. Okay, seitlich das Ganze. Und wir bleiben nicht mehr stehen, ne? Die ganze Zeit in Bewegung. Hopp, 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 hopp. Sehr gut, diagonal. Und nochmal gerade mit den Armen dazu. Sehr schön. Immer weiter. Hopp, hopp. Nochmal seitlich. Hopp, hopp. So. Wie der Dirk habe ich aber kein Osterei heute dabei. Ich habe irgendwie schlechte Erfahrungen damit, mit Eiern im Livestream. Ich weiß auch nicht warum. Hopp. Hopp. Weiche Schale. Labbriger Kern. Nochmal hoch. I can't get no sleep. Okay, spring, spring. Hopp, hopp. Jawohl. Hopp, hopp. Knie ein bisschen höher. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Rupp,
Weiter. Sehr gut. Hopp, hopp, hopp. Immer weiter. Okay, nur am Platz. Aus dem Bad. Wie das Hoppelhäschen. Nur die Fußgelenke. Hopp, hopp. Jupp, jupp. Kleine Drehung, ne? Hopp! 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 Schnell! Ha! 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 Hopp! 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 Und steh! Sehr gut. Am Platz. Immer weiter. Waden schön warm. Fertig für Hampelmann. Hampelmann. Oh ja. Oh ja. Immer weiter. Wer ruft mich denn jetzt ein? Oma, ich kann jetzt nicht. Immer weiter. Sehr gut, sehr gut. Hopp. Schön weiter. Auch hier diagonal. Diagonal. Pam, pam. Pam, pam. Okay, wieder gerade. Oh ja, oh ja. Zack. Okay, nochmal Jog am Platz. Zack, zack. Hopp. Fertig. Shuffle, halber. Übrigens, morgen haben wir wieder das Vergnügen. Gibt's Karate-Aerobics. Freue mich schon drauf. Hopp. Freak out, funky. Auf drei. Eins, zwei, drei. I like to move it, move it. Eins, zwei, drei und steh. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Vier, drei. Power. Rup, rup. Gib Gas. Sehr schön, sehr schön. Arme dazu. Hopp, hopp. Oh ja, oh ja. Weiter so. Arme seitlich. Hopp, hopp. Ba, ba, ba. Nochmal Jog am Platz. So, nehmen wir die Arme dazu. Fertig. Vier, drei. Es geht. Kreuz, gerade, hoch, seit. Gerade, hoch, seit. Hopp, hopp. Kreuz, Schulter, hoch. Bisschen schneller. Kreuz, Schulter, hoch, seit. Da, da, da. Da, 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 da. Hopp, hopp. Ein paar mehr noch.
kreuzen, Schulter hoch, Seil. Hoch, Seil. Seil. Hopp, hopp. Noch vier, drei, wieder Shuffle, halbe Zeit. Sehr gut. I like to. Ei. Okay, wieder die Arme dazu, langsam. Es geht. Kreuz, Schulter, hoch, Seite. Kreuz, Schulter, hoch, Seite. Irgendwie, wenn das nicht klappt, einfach weiter bewegen. Arme schneller, Beine bleiben. Kreuzen, Schulter, hoch, Seite. Kreuzen, Schulter, hoch, Seite. Hopp. Ah! Alles zusammen, schnell, irgendwie. Power. Kreuzen, Schulter, hoch, Seite. Seht ihr? Mir geht's genauso wie euch. Voll bekloppt. Genau wie der Dirk. Okay. Haben wir noch? Hallo. Ein bisschen. 3 Minuten. Hopp. Okay, spring noch hinher. Hopp. Hopp. Jetzt, wo ihr wieder ein bisschen Sauerstoff im Blut habt, vielleicht habt ihr gesehen, heute ist der letzte Tag, wo wir die Fit Fighters online noch mal im Angebot haben. 30%, 20 Seminare, Training, Rezeptbuch, Arbeitsbuch, alles dabei. Gut zum selber zu verändern, gut zum Verschenken. Hopp! Unbedingt anschauen. Hopp! Hopp! 30%. Okay. Hopp! Hopp! Wir machen ein bisschen Irish Dance, okay? Arme seitlich. Hopp! Ratata! Hopp, hopp. Gut. Okay, aufgepasst. Kick, kick. Kick und kick, kick und kick. Jawohl. Kick und kick. Kick und kick. Kick und kick. Kick und kick. Kick und kick, Arme. Hopp, hopp. Ratata. Jawohl. Ra, ra. Ra, ra. Hoppapa! Hopp, hopp! Okay, nochmal Jog am Platz. Endspurt, Endspurt. Dann geht's gleich schon an die Entspannung. Hab das schon geschafft. Katja und Uli haben wieder einen Grund, uns zu schreiben, dass wir nicht länger als 12 Minuten durchhalten. Fertig. Nimm die Knie hoch. Easy. Bam, 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 bam. Schön weiter. Okay, werd mal kleiner. Und gib Gas. Hopp, hopp. Everybody breit. Hopp. 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 Ein paar mehr. Hopp. Freak out. Hopp. Und wieder gerade. Endspurt. Nie mehr nach dem Frühstück. Steh. Sehr gut. Bis später. Magdalena. Ah ne, erst die Lovis. Lovis, rund den Tag nochmal ab.
Moment, du bist ja noch gar nicht angeschaltet hier. So, darf's nochmal. So, also viele verbinden mit Ostern auch das Osterlamm und früher im Judentum vor allem war das der Brauch, dass man zu Ostern ein Lamm als Opfergabe gebracht hat, aber das ist mittlerweile nicht mehr so, also viele finden das nicht mehr so cool und ja, so irgendwelche Tiere zu schlachten. Deshalb sind viele aufs Backen umgestiegen und deshalb werden heutzutage ganz oft Osterlämmer gebacken. Jetzt wisst ihr das auch noch? Ihr seid also sozusagen rundum, körperlich, geistig aufgestellt. Ich hoffe, eurem Frühstück ist es gut bekommen und ihr habt euch jetzt echt eine Runde Cooldown und Entspannung verdient. Also kommt zusammen auf eure Matte, stellt die Füße zusammen und nehmt mit der Einatmung die Arme nach oben über die Seite, macht euch ganz lang. Mit der Ausatmung Hände, Handflächen zueinander und Hände vors Herz. Und noch einmal ein und aus und noch einmal ein und aus. Stellt jetzt die Füße ein kleines bisschen breiter, das ist fürs Gleichgewicht etwas leichter. Nehmt die Arme noch einmal nach oben und greift mit der linken Hand das rechte Handgelenk und zieh dich zur Seite. Und wir kommen zur Mitte und wechseln. Und nach rechts. Und noch einmal wechseln. Und wechseln. Und zurück zur Mitte. Und mit der nächsten Einatmung tauch nach vorne in den Boden hinein. Du kannst gern die Knie beugen. Lass den Nacken ganz locker hängen. Mach die Beine einfach, beug die Beine so weit, dass dein Oberkörper die Oberschenkel berührt. Und mit der nächsten Einatmung roll dich Wirbel für Wirbel für Wirbel nach oben und noch einmal einatmen. Mach dich ganz lang, streck dich zur Decke und ausatmen, in den Boden hineintauchen. Nacken ist locker. Wenn du magst, lauf mit beiden Händen mal so ein kleines Stückchen nach rechts. Zurück zur Mitte, nach links, und noch einmal, nach rechts, und nach links, komm zurück zur Mitte. Wenn du magst, kannst du die Arme verschränken. Und wenn dein unterer Rücken okay ist, lass dich einfach so ein bisschen schaukeln, von rechts nach links. Genieß die Entlastung im unteren Rücken. Vielleicht merkst du die Beinrückseite ein bisschen. Und mit der nächsten Ausatmung setz die Hände auf und mach mit dem rechten Bein einen ganz großen Schritt nach hinten. Klapp die Zehen hinten aus. Der Fuß ist direkt unter dem Fußgelenk. Und schieb das Becken nach vorne. Nach all dem Springen beim Kevin gerade kann der Hüftbeuger sich ein bisschen länger vertragen. Versuch dein Brustbein nach vorn zu schieben und vielleicht notfalls dich so ein bisschen auf die Fingerspitzen zu stellen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass die Arme zu kurz sind. Und jetzt schieb dein Becken nach hinten, sodass das vordere Bein sich streckt. Schieb den Ballen nach vorne und versuch tendenziell die linke Hüfte so ein bisschen nach hinten zu bringen, dass beide Hüften direkt nebeneinander sind. Und wir wechseln noch einmal nach vorne in die Hüftbeugerdehnung hinein. Ferse in den Boden und den Ballen nach vorne weg. Und wieder das Gewicht nach vorne verlagern, hinten die Zehen umklappen und bring den rechten Fuß nach vorn, nimm den linken und noch einmal aufrollen, Wirbel für Wirbel. Einatmen. Ausatmen, in den Boden hineintauchen. Und den linken Fuß ganz weit nach hinten setzen. Fußgelenk ist direkt wieder unter dem Knie. Schieb den Oberkörper nach vorn. Und verlagere das Gewicht einmal nach hinten. Wenn du das Bein vorne nicht strecken kannst,
sitzt komplett, ist kein Problem, das kann auch durchaus gebeugt sein. Wichtig ist, dass ihr in dem hinteren Oberschenkel des vorderen Beins eine leichte Dehnung merkt. Schiebt den Ballen nach vorne weg, zieht die rechte Hüfte so ein bisschen nach hinten. Hör dazu neigen, die nach vorn zu schieben und ganz asymmetrisch dann zu sein. Und noch einmal Gewicht nach vorne verlagern. Und noch einmal nach hinten. Und nach vorne, Zehen hinten umklappen. Wir kommen wieder nach vorne. Noch einmal aufrollen nach oben. Schultern richtig schön nach hinten bringen und weit öffnen. Und wir tauchen noch einmal in den Boden hinein. Noch einen großen Schritt mit dem rechten Fuß nach hinten. Zehen wieder ausklappen. Mit der Einatmung bringen beide Arme nach oben. Mit der Ausatmung bringen den rechten Arm, die rechte Hand auf den rechten hinteren Oberschenkel. Mach dich ganz lang. Mit der Ausatmung linke Hand vorne neben dem Fuß absetzen. Und rechte Hand ganz weit nach vorne schieben. Wahrscheinlich merkst du, dass die ganze rechte Körperseite gedehnt wird. Mit der nächsten Ausatmung setz die rechte Hand vorne auf der Matte ab und dreh dich nach links auf, in Richtung des Beins, was sowieso schon vorne ist. Und wer jetzt noch Lust hat und noch ein bisschen Dehnung übrig hat, der greift hinten nach seinem Fußgelenk und nach seinem Spann. Versucht vorne das Knie nicht zu weit rauszuklappen, sondern schön bei euch zu lassen. Wenn das nicht geht, einfach ganz normal den Arm nach oben gestreckt lassen. Und lösen. Die Hand wieder absetzen. Und wir bringen den rechten Fuß wieder nach vorne und wechseln einfach, ohne uns aufzurollen zwischendrin. Linken Fuß nach hinten. Zehen hinten ausklappen. Und einatmen. Lang nach oben schrecken. Lass schön Spannung in dem unteren Bauch. Und mit der Ausatmung linke Hand hinten absetzen, rechten Arm nach oben ziehen. Trotzdem schön Spannung lassen, nicht ins Hohlkreuz hineinfallen. Und mit der Ausatmung rechte Hand neben dem rechten Fuß absetzen, links ganz lang machen. Seht ihr, dass da wirklich eine Linie ist zwischen dem Knie, der Hüfte, Schulter und Hand. Ganz lang. Und mit der Ausatmung linke Hand absetzen, rechte Hand lösen, nach rechts aufdrehen, in Richtung des Knies, das oben ist. Und wer jetzt mag, schaut, ob er auch hier nach dem Fuß greifen kann. Es ist ganz oft, dass eine Seite besser geht als die andere. Vielleicht gehen auch beide Seiten nicht, das ist absolut okay. Und lösen. Beide Hände absetzen. Und wir kommen nach vorne mit dem linken Fuß. Und rollen uns noch einmal auf. Arme ganz weit öffnen nach oben. Und Hände vors Herz. Jetzt mach mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach hinten. Und dreh beide Füße parallel. Im besten Fall kannst du mich jetzt immer noch sehen, wenn du in die Schrankwand guckst, vielleicht noch einmal umdrehen. Und wir stehen jetzt beide Fußaußenkanten parallel. Wer mag, kann so ein kleines bisschen die Fersen nach innen drehen. Öffne dich noch einmal ganz lang. Und mit der Ausatmung, du kannst gerne die Beine ein bisschen beugen, setz die Hände vor dir ab, so dass der Rücken eine gerade Länge hat. Also dort, wo deine Nase ist, setzen auch ungefähr die Hände auf. Jetzt guck mal, ob du ein bisschen die Arme beugen kannst und strecken kannst. Beugen und strecken. Um so ein bisschen mehr Länge in die hintere Körperseite noch zu bekommen. Und dann setz die linke Hand direkt unter deine Nase und mit der rechten Hand öffnest du dich zur Seite. Wenn du dich im Spiegel der Schrankwand sehen kannst, überprüf einmal, ob dein Rücken gerade ist. Und wir wechseln wieder. Die Hand sitzt in der Mitte, die wechseln einfach den Platz. Und nach links öffnen. Und noch einmal wechseln. Und wechseln. Dann kommen wir wieder zurück zur Mitte und jetzt läufst du mit beiden Händen mal zum rechten Fuß rüber. Schau mal, ob du deine Wade fassen kannst oder dein Fußgelenk oder den Außenkante des Fußes. Und versuch dich so ein bisschen in Richtung des rechten Beins zu ziehen, dass dein Bauch im besten Fall den Oberschenkel berührt.
Denk immer dran, du solltest noch atmen können. Versuch die Spannung loszulassen. Der Nacken ist ganz locker. Noch zwei Atemzüge. Das ist die letzte Übung im Stehen und dann gehen wir auf die Matte. Und wir kommen zur linken Seite nach oben. Schau mal, ob du das Gefühl hast, dass die Seite gleich gut geht oder ob du weniger beweglich bist oder mehr beweglich. Der Nacken ist wieder ganz locker. Und dann komm zurück zur Mitte. Beug ein bisschen die Knie, manchmal ist das etwas leichter. Und dann richte dich auf. Und nimm die Hände zurück zur Brust. Jetzt drehen wir uns einmal rum. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einmal gucken, erst was ich mache. Weil wenn ihr euch umdreht, seht ihr mich nicht mehr. Wir drehen uns nämlich ganz genau so um. Die Füße stehen wieder parallel. Und dann lasse ich jetzt meine Füße stehen. Dreh mich rechts rum. Rechts rum, rechts rum und wir kommen zum Sitzen. Probiert es aus, wenn ihr es nicht hinkriegt. Ich hoffe, ihr schafft das bis zum Ende des Workouts. Bei mir sitzt das linke Knie unten, das rechte Knie ist oben. Wer Probleme mit dem unteren Knie hat, der kann tatsächlich das Bein auch strecken. Also, rechtes Bein ist oben, faltet einmal die Hände, zieht den Oberkörper ganz nah dran. Spür die Dehnung hier in der Oberschenkelaußenseite. Und dann nimm deinen linken Arm einmal, wickel den so ein bisschen um den Oberschenkel, um das Knie, streck den rechten Arm ganz weit nach oben und dreh dich auf. Mit der Einatmung mach den Rücken ganz lang. Mit der Ausatmung dreh dich noch ein Stück weiter. Irgendwie fühle ich mich hier total beobachtet von den ganzen Osterhasen. Ich glaube, das wird sich auch gleich nicht ändern, wenn ich mich zur anderen Seite drehe. Einmal ganz kurz gegendrehen. Und jetzt Herausforderung. Füße aufstellen, Po heben, jetzt in die andere Richtung drehen. Füße bleiben immer auf der Seite. Drehen, drehen, drehen. Wer bei mir im Yogakurs ist, der hat es sicher schon mal ausprobieren dürfen. Und jetzt sitzen wir andersrum. Ich hoffe, keiner liegt jetzt mit verknoteten Beinen am Boden. Bei mir ist das linke Knie, das rechte Knie unten, das linke oben. Noch einmal Hände falten, schön ranziehen. Und ganz gerade machen, die Schultern bleiben tief. Und den rechten Arm um das Knie drum rumwickeln. Ganz lang machen und nach links aufdrehen. Auch auf der Seite fühle ich mich sehr österlich beobachtet. Vielleicht ist euch in der Deko schon aufgefallen, wir haben ganz liebe Ostergrüße von euch bekommen. Das hat uns sehr gefreut. Oh, zurück zur Mitte. Versucht die Beine einmal wieder zu entwirren. Legt die Fußsohlen gegeneinander. Haltet die Hände. Und versucht dich mit dem Oberkörper nochmal aufzurichten. Ganz lang zu werden. Ich mag es so ein bisschen. Rechts nach links die schieben. Schau mal, was angenehm ist. Wer mag, kann auch sich ein bisschen vorbeugen und mit den Ellbogen ein bisschen Druck auf die Unterschenkel ausüben. Es sollte aber noch in dem Bereich sein, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr nicht anfangt, verkrampft die Luft anzuhalten. Das muss einem Ostermontag gar nicht sein. Langsam wieder lösen. Kommt noch einmal in einen Sitz mit gekreuzten Beinen und kommt nach vorne in den Vierfüßlerstand. Und wir legen uns ganz einfach aus dem Vierfüßlerstand auf den Bauch. Bring die Ellbogen direkt unter die Schultern. Leg die Hände vor dir auf der Matte und baue mit den Händen so ein bisschen Zug auf, als könntest du den Boden zu dir ranziehen. Und komm in eine richtig schöne Aufrichtung. Mit der Brustwirbelsäule, die Schultern sind tief, also ihr hängt nicht hier so drinne, sondern drückt euch richtig raus. Jetzt Achtung,
Komm in eine schöne liegende Seitrotation. Zieh das rechte Knie neben dir nach oben. Löse die linke Hand, greif durch. Leg die auf dein Knie. Und komm in die liegende Drehung hinein. Versuch das Knie so weit ranzuziehen, dass du da ungefähr einen rechten Winkel zwischen dem Oberkörper und dem Bein hast. Und versuch deinen Atem zu beruhigen. Und die rechte Schulter mit jeder Ausatmung noch so ein Stückchen weiter in Richtung Boden. Die Handfläche der rechten Hand zeigt in Richtung Decke. Wenn das zu intensiv ist und wenn das Knie so gar nicht auf den Boden will, vielleicht schafft ihr es noch, euch ein Sofakissen zu angeln und das einfach hier unter das Knie zu legen. Manchmal ist das ein bisschen angenehmer. Und dann kommen wir langsam wieder zurück zur Mitte in die Bauchlage, in die Sphinx hinein, Bein strecken. Ganz kurz noch einmal hier bleiben. Und dann ziehst du das linke Bein zu dir nach oben zur Seite. Langst mit dem rechten Arm da durch. Und kommst in die liegende Drehung auf der anderen Seite. Hier merkt man auch ganz gut, wenn man das eine Seite ein bisschen schwerer ist als die andere. So wie wir im Alltag sitzen, uns bewegen oder auch nicht bewegen. Wir meistens nicht so ganz symmetrisch. Lass deinen Atem ganz natürlich fließen. Und versuch mit jeder Ausatmung noch ein bisschen mehr Ruhe hineinzubringen. Ein bisschen mehr Entspannung. Mit der nächsten Einatmung langsam lösen, komm in Rückenlage. Zieh die Knie noch einmal zu dir ran, mach ein Päckchen. Eine Übung haben wir noch. Zieh die Knie rechts und links neben dir so ein bisschen Richtung Boden. Schieb die Füße in Richtung Decke, sodass die Unterschenkel senkrecht in Richtung Decke zeigen. Schau, ob du mit den Armen von innen kommend die Außenkante der Füße für die Happy Baby Pose greifen kannst. Wenn du nicht an die Füße drankommst, ist es auch okay, die Unterschenkel zu greifen. Ziel ist, dass die Knie näher in Richtung Hüfte kommen, in Richtung Boden kommen. Eine richtig schöne Hüftöffnung. Versuch den Steiß in Richtung Boden zu bringen. Ganz gern die Augen schließen. Versuch die Schultern dabei zu entspannen. Und langsam lösen. Bring die Knie zusammen. Greif mit den Händen unter die Knie und komm so ein bisschen ins Schaukeln. Vor und zurück. Knirscht das auch so ein bisschen. Und wir kommen nach oben ins Sitzen. Du kannst nimm einen Sitz mit gekreuzten Beinen. Nimm die Arme über die Seite nach oben. Mit der Ausatmung setz die rechte Hand auf, schieb die linke Hand so richtig schön übers Ohr. Und wechseln, einatmen. Die linke Hand aufsetzen. Einmal Arme nach oben bringen und mit der Ausatmung Hände vors Herz. Dankeschön, dass ihr heute dabei gewesen seid zu unserem Ostermontag-Morgen-Special. Wir hoffen allen, dass es mit eurem Brunch in keiner Form irgendwie kollidiert ist. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Ich glaube, meine ganzen Osterhasen im Dienst, die kommen jetzt noch einmal mit ins Bild, um sich von euch zu verabschieden. Wir wünschen euch ein ganz schönes Osterfest. So, hört man mich? Frohe Ostern an euch auch.
Genießt den restlichen Tag noch. Ich gehe mal hier so weiter. Und wir spielen natürlich jetzt noch Tischtennis. Ich wollte es nur noch mal so sagen. Also Tradition ist Tradition. Hüpfen. Oh. So ja. Ist es. So ist es. Ich darf ja zu meiner Frau ganz eng. Wir dürfen. Unser Osterbote Lovis noch daneben. Frohe Ostern. Bleibt gesund, hüpft gut über die Wiese. Erholt euch gut. Bis einen zum schönen Tag. Bis zum Workout morgen. Vielleicht möchte Olli Hippel die Hopp. Genau. Will die Olli den Hasen jetzt hier essen? Oh, die Olli hat nichts mehr zu sagen. Die Olli will nichts mehr sagen. Die Olli will lieber Schokolade essen. Also, macht's gut. Bis morgen Abend. Ah nee, bis jetzt, genau. Und dann morgen Abend Karate Robins. Tschüss. So, jetzt geht's los. So, Herr Schauenberg. Ja. Jetzt hauen wir hier mal die Ostereier weg hier. So, wie gut geht die Woche los nach unseren drei freien Tagen hier? Aber das zählt ja irgendwie noch zu der Feiertagsgeschichte, oder? Ja. Ich meine, jetzt haue ich dich erstmal hier weg. Oh, so, muss man mal gucken, dass das jetzt hier wieder alles geht. Oh, Licht, bitte. So. Kannst du das noch? Keine Ahnung. Nachgucken. Seid ihr bereit? Wir sind's. Here we go. Oh. Da ist das Ding. Warte, wir waren noch gar nicht. Wir können eigentlich aufhören. Also, ne? Sudden Death war doch. Nee, wir durften noch gar nicht anfangen. Willst du jetzt anfangen? Du hast da noch ein Kabel ums Mikro. Nee, oben. Ja, das Mikro ist oben, nicht. Aber ja, so warte auf Ollis Ansage. Okay, wir dürfen anfangen. Mann, ist das ein Geier hier, ey. Boah! Oh, hat zu viel Ostereier gegessen. Ja. Mann! Zeitspiel. Willst du mich hier nur zwischen die Deko schieben? Ich bin nichts mehr gewohnt. 1-1. Ne? Die paar Minütchen, ey, die haben mich jetzt umgehauen. 2-1, Kevin. Wie soll das denn morgen werden? Keine Ahnung. Ah. Zwei beide. Ja, wir sind schon ein bisschen träge. Ist das der vorzeitige Mittag, Steve? Nichts mehr drauf, ey. Außer Zahnbelag. Drei, zwei. Ah! 3-3. Mann, ey. Übrigens, Olli. 4-3, Kevin. Ah, 4-4. 4-4. 5-4, Dirk. Oh, 5-5. Oh, Boah! Hallo. Hallo, die Leute möchten jetzt hier Fußball gucken. Ach nee, was spielen wir eigentlich hier? 7-5-6. Oh, hast du den Ball gesehen? 7-6, Schauenberg. Au, 7 beide. 8-7, Graf. Ich möchte mal den Videoassistenten haben. 9-7 Grafen. 10-7 Grafen. Ah! 10-8. Elf, acht. Ja. Meine Glückslöffel. Mein Gott, ey. 12-8. Ich spiele wieder so einen Scheiß wie letzte Woche. 13-8. Sehe ich. 14-8. Ah, zu viel. 14-9. Mal meinen Spezialen hier machen. 15-9. 15-16-9. Was ist hier los, ey? Rumgeeier. 17-9. Genau. Eine Woche. 17-10. 18-10. 18-11. Großes Ei. Ah, schon wieder so ein Netz. 19-11. Ja, Eier-Challenge habe ich doch gerade gesagt schon. Ich habe damit keine guten Erfahrungen. 19-11. Ich muss 18. Komm, beenden wir das Ganze hier. Ein Gänseei.
1912. 2012. Mein Gott, ey, eine Gurke, ey. 2112. Olli, es ist vorbei. Was ein Eierkopf. Ist vorbei, aber ich mache das deshalb, ich muss das ja jetzt mal sagen, weil die Olli, die hackt immer so auf den armen Kevin rum und deshalb lasse ich den Kevin immer abends gewinnen, damit der nicht ganz traurig nach Hause fährt, den Kevin. Also, das ist so. Frohe Ostern. Manchmal. Für all die, die noch was für die Gesundheit machen wollen, denkt an unser Fitfighters-Programm. Verschenkt's, sprecht gut drüber. 30%. 30% gibt es da genau. Pfiff minus 30. Nee, Ostern minus 30. Ostern minus 30. Alle Buchstaben groß geschrieben. Aber wenn ihr Pfiff minus 30 eingebt, kriegt das Produkt auch. Nur nicht mit 30%. Ist nicht so unrecht, aber. Und schaut einfach rein, macht was. Und es ist nicht ein Programm zum Abnehmen, sondern Abnehmen ist die Endkonsequenz in dem oder das Endergebnis, was auch daran sozusagen teilhat. Aber worum es eigentlich geht, ist, so richtig gesund zu werden. Und in den heutigen Zeiten muss man gesund bleiben, gesund sein und auch gesund werden, dem Körper wirklich das geben, was er braucht, wie er funktioniert. Und ja, schaut einfach rein, schaut auch mal auf die Seite fitfighters-online.com. Und da gibt es auch immer schon das erste Seminar, gratis, kostenfrei. Könnt ihr euch mal reinschalten, dauert 30 Minuten circa. Und da erklärt die Magdalena in ihrer unnachahmlichen Art, worum es eigentlich geht im Programm. Schaut mal rein. Guckt zu. Frohe Ostern. Wir hüpfen jetzt alle nach Hause. Frohe Ostern. Pardon. Macht's gut. Pardon. Bis morgen. Tschüss. Ja, ich hüpfe halt hier nochmal zu.